Berlin ist wieder vorn und deswegen habe ich eingeladen in TV Spezial Cornelia Itzer. Sie ist Senatorin für Wirtschaft, Technologie und Innovation und wir haben eben gesprochen darüber, was sich alles in dieser Stadt tut. Denn wir sind inzwischen beim Wachstum Nummer 1 unter allen Bundesländern. Wer hätte das gedacht nach dem Gemaule, so habe ich es eben formuliert, der letzten Jahre. Wir sind wieder da, auch dank Ihnen, muss ich sagen. Sie bewegen sich in der Szene und die Leute kommen mir her. Also es ist diese Gründerszene. Sie wollen was machen in Berlin. Sie gehen nicht nach New York, nicht nach San Francisco, schon gar nicht nach Moskau oder Peking. Alle wollen nach Berlin. Gründerszene. Was heißt das für Sie? Wie viele Firmen gründen sich jeden Tag, jede Woche, jeden Monat neu in Berlin? Woher kommen die? Ist das nur digitale Wirtschaft oder ist das auch Reales zum Anfassen? Ich meine, digital ist auch zum Anfassen, wenn wir den Computer nehmen. Es sind über 40.000 Unternehmensgründungen, die jährlich in Berlin stattfinden. Und die Spannbreite an Unternehmen ist groß. Da ist natürlich die IT- und Digitalwirtschaft, da sind die Apps und Games, die in Berlin entwickelt werden und in die Welt gehen. Aber es ist weitaus mehr. Da ist die Gesundheitswirtschaft mit Medizintechnik, mit biotechnologischen Produkten. Es sind Hightech-Unternehmen. 700 Hightech-Unternehmen entstehen Jahr für Jahr in Berlin. Neu? 700 neu im Jahr? 700 im vergangenen Jahr. Und es sind Unternehmen, die an klassische Kompetenzen dieser Stadt anknüpfen. Im Bereich Elektrizität ist Berlin groß geworden. Heute haben wir Unternehmen wie Siemens, wie aber auch General Electric, die hier mit elektrotechnischen Komponenten unterwegs sind. Berlin ist Zentrum des Turbomaschinenbaus. Aber wenn ich elektrotechnische Komponenten nenne, dann sind da auch sehr viele Mittelständler wieder unterwegs, wie in der Energietechnik, wie in der Umwelttechnik. Insgesamt muss man sagen, groß und klein tragen dazu bei, dass Berlin wieder wächst. Und gerade der Berliner Mittelstand ist besonders stark technologiebasiert unterwegs, will Weltmärkte mit seinen Produkten erobern. Und das ist gut für Berlin, denn für Deutschland gilt allgemein, der Mittelstand ist das Rückgrat der Volkswirtschaft. Und deshalb ist es gut, dass wir einen starken Mittelstand inzwischen auch wieder in Berlin haben. Ich habe gehört, dass alle großen Automobilunternehmen ihre Forschungseinrichtung für das Speichermedium Batterie, was ja die Zukunft des Elektroautos bedeutet, alle nach Berlin verlegt haben. Und es eine große Batteriefabrik in Berlin gibt, die alle arbeitet. Kann es sein, dass Berlin demnächst das Forschungszentrum für die moderne Elektromobilität ist? Diesen Anspruch erheben wir. Wir haben das Schaufenster Elektromobilität, das aber viel mehr ist als etwas, was man anschauen kann, sondern hier ist mit 30 Kernprojekten gestartet worden, die gemeinsam vom Bund, vom Land Berlin und von Unternehmen finanziert werden. Da gilt es, Elektromobilität auf die Straße zu bringen, Ladesäulen überall dort, wo sie gebraucht werden, zum Teil auch neue Technologien aus Start-up-Unternehmen, die dafür Sorge tragen, dass Ladeinfrastruktur in bestehende Infrastrukturen eingepasst werden kann, beispielsweise in den Laternenmasten, den wir alle kennen. Da wird noch das Lademodul ergänzt. Wir haben heute bereits mehr Elektrofahrzeuge auf der Straße als jeder andere Ort in Deutschland. Aber viel wichtiger noch als diese Kernprojekte, die auch von der öffentlichen Hand initiiert wurden, sind die zahlreichen Forschungskooperationsprojekte, das Engagement von 200 Unternehmen in Berlin, die Elektromobilität weiter nach vorn treiben wollen, beispielsweise bei den von Ihnen genannten Speichertechnologien.
Das ist ein Feld, wo wir auch internationale Investoren finden. Die großen Deutschen, nehmen Sie Continental, aber auch das koreanische Unternehmen SK, die hier in Berlin an Speichertechnologien arbeiten. Es gibt eine Vielzahl weiterer Unternehmen in Adlershof beispielsweise. Wir machen es hier. Hier wird Elektromobilität auch technologisch nach vorn geschoben. Und wenn Sie die großen Automobilhersteller ansprechen, die in diesem Projekt Elektromobilität engagiert sind, das ist wichtig. Einen Automobilhersteller möchte ich aber auch noch unter einem anderen Aspekt nennen, BMW. Da gibt es ja nicht nur die Autos, sondern auch die zwei starken Räder von BMW, nämlich die Motorräder. Die hier in Berlin gebaut werden. Man muss immer wissen, wenn Sie ein Motorrad mit einem blau-weißen Emblem sehen, dann kommt es aus Berlin, egal wo auf der Welt. Blau-weiß heißt in diesem Falle Berlin und nicht Bayern. Und eben, und seit letzter Woche besonders innovativ, Berlin hat den E-Scooter, nämlich BMW, hat letzte Woche, ich durfte dabei sein, die Serienproduktion seines E-Scooters gestartet. Also ein Motorrad, das besonders schnell anzieht, sage ich allen Motorradbegeisterten. Fahren Sie Motorrad? Ich selbst habe leider keinen Führerschein, bin da nur als Sozius geeignet. Es hat mich begeistert. Und es ist nicht nur vom Design ein Scooter, den man haben möchte, wenn man einen Führerschein hätte, sondern ich habe mir von den Fahrern bestätigen lassen, ja, das ist ein antriebsstarkes Gerät. Ich muss Sie jetzt mal ganz persönlich fragen, warum fahren Sie denn nicht als Dienstwagen ein Elektroauto? Da könnten Sie doch der ganzen Welt zeigen, guck mal, nicht nur der Scooter von BMW kommt aus Berlin, Elektro, sondern wir fahren hier alle vorweg mit Elektroautos, weil wir die Stadt der Elektromobilität sind. Ich bin jemand, der Realitätssinn hat und ehrlich ist. Und das heißt, ehrlicherweise, Elektromobilität ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt, solange keine Speichertechnologien für große Reichweiten zur Verfügung stehen, Elektromobilität ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt eine Technologie für den städtischen Raum. Deshalb wollen wir gerade die Hauptstadt Berlin als Zentrum der Elektromobilität. Aber Zwischenfrage, Sie bewegen sich doch meistens nur in Berlin, eben, im Stadtradius. Da komme ich gleich drauf zu sprechen. Wir wollen die Hauptstadt als Zentrum der Elektromobilität positionieren und hier Mobilitätslösungen der Zukunft anbieten, die sich auch skalieren lassen für größere Metropolen in der Welt. Also wir wollen auch darüber den Export für unsere Unternehmen befördern. Und da es im Moment noch eine Lösung für den städtischen Raum ist und nicht für die Langstrecke, eine Wirtschaftssenatorin aber auch häufiger mal längere Strecken unterwegs ist, zu Landeswirtschaftsministerkonferenzen oder aber auch, um Investoren Ehrliche zu akquirieren Antwort, aber Sie im arbeiten Süden dran. Und Westen. Deshalb habe ich kein Elektroauto im Moment, aber ich fahre seit gut einem Jahr einen Hybrid, also die Zwitterlösung im Moment noch immerhin, auf dem Weg zur Elektromobilität. Immerhin, aber demnächst, wenn Sie vielleicht noch Motorradführerschein machen, sehen wir Sie dann mit Helm auf dem Elektroscooter durch Berlin rasen. Aber da warten wir noch mal. Also ich glaube, dafür habe ich keine Zeit. Meine Zeit muss ich erst mal der Stärkung des Standorts widmen. Spaß kommt später. Gründerszene kommt gut voran, Elektromobilität kommt gut voran, ist mal zum Ziel gemacht worden. Smart City, was verstehen Sie darunter, unter diesem Begriff, den Sie geprägt haben? Smart City. Es ist die intelligente Stadt, es ist die vernetzte Stadt. Infrastrukturen, ob Energie, also Strom, Gas, aber auch Datennetze, das muss eng miteinander verknüpft sein. Und wir wollen eine intelligente Stadt haben, was Mobilität anbelangt. Das haben wir gerade am Beispiel der Elektromobilität schon besprochen.
Wir wollen eine Stadt haben, wo es sogenannte Smart-Home-Technologien gibt, also dass nachhaltig gebaute, auch mit Blick auf Heizung, Technik, sich selbst regulierende Haus. Ein Beispiel dafür gibt es am Alexanderplatz, energieautarke Gebäude. Wir wollen gerade die wachsende Stadt nutzen, dass große Projekte, ob im Wohnungsbau oder im gewerblichen Bau, so ausgestattet sind, dass wir nachhaltig, energieeffizient und vernetzt miteinander in dieser Stadt leben das können. Das ist ja ein wahnsinnig großes Programm. Und ich denke mir, im Rahmen der Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene hätte man das ja alles schon mal regeln können. Und sagen, alle öffentlichen Bauten in Berlin werden jetzt umgestellt auf erneuerbare Energien zum Beispiel. Ist aber nicht passiert. Naja, das ist kein Bundesthema. Wir müssen unsere Stadt schon selbst organisieren. Und das liegt natürlich in der Verantwortung des Senats. Wobei, wenn Sie den Bund ansprechen oder auch Europa, hier stehen erhebliche Fördermittel zur Verfügung. Gerade für Smart Cities gibt es große Programme in der Europäischen Union. 2 Milliarden Euro stehen da bereit. Und wir wollen daran partizipieren, aber nicht allein als öffentliche Hand, sondern wir wollen hier wieder Forschungseinrichtungen und Berliner Wirtschaft zusammenbringen. Sie sollen Konsortien bilden, um sich um solche Forschungsmittel in der EU zu bewerben. Also das auch hier begleiten wir. Alles in guter Hand bei Ihnen. Jetzt fehlt noch die Industrie. Darüber sprechen wir nach der nächsten kurzen Pause weiter. In unserem letzten Teil Industrie 4.0. Das klingt genauso modern. Und ich hoffe, Sie haben genauso moderne Antworten. Ich habe da gar keinen Zweifel. Bleiben Sie alle so dran. Und dann werden Sie wissen, wie Berlin in naher Zukunft, ich will nicht sagen ferner Zukunft, aussehen wird. Auch dank unserer Wirtschaftssenatorin Cornelia Itzer, die ja auch Senatorin für Technologie und Innovation ist. Das darf ich nicht vergessen zu sagen. Kleine Pause, wir brauchen ein bisschen Geld als Privatsender. Dann sind wir wieder da. Bis gleich.